So, da sind wir wieder da, nach unserem Ausflug in die Lüfte. Und jetzt fahren wir auf zur Mine. Und da die letzten zwei noch entladen und dann wird gebaut. Ah, okay. Das war schon ganz draußen. Ich glaube, ich werde nochmal offscreen hier eine Holztour machen. Also da hat sich... Ein paar Bäume sind jetzt definitiv anders. Das hätte ich doch nie so stehen lassen. So, da kommt auch alles mit. Wunderbar. Da vorne alles, ja, das schaut richtig aus. Ja, gut, das passt. Also ich bin mir sicher, dass da noch ein vierter Wagen gewesen ist. Schauen. Wird schon wieder auftauchen. Und hier ist alles voll. 100 Schienen und das Roheisen. Vielleicht sehen wir ja irgendwas von der Bergstrecke aus. Aber so sticht mir jetzt gerade nichts ins Auge, wo der andere Wagen sein könnte. Hier ist die Weiche noch falsch. Also die zweite. Los geht's. Südli. Wir könnten gerade schon wieder nachlegen hier. Waren auf 50, machen wir gerade zweimal, dann sind wir bei 100. Bei 99, ja doch 100. Ja, kommt alles aber mit. Ich freue mich. Wunderbar. Ich warte wirklich sehnlich auf ein Performance-Patch. Weil zum Streamen wird das jetzt immer schwieriger mit diesem Mikro-Ruckeln. Das ist nicht feierlich. Jetzt muss ich schnell aufpassen, oben bei der Brücke hat es mal eine Weiche. Die ist hundertprozentig falsch. Ich würde ja so lachen, wenn jetzt dann da eine Wagen hier irgendwo liegt. Ja. Hier werden wir auf alle Fälle die Schneisen ein bisschen ausbauen. Die Bäume sind immer zu nah dran.
So, dann machen wir mal hier. Ich glaube, das war mein Demogleis hier vom letzten Mal. Ich werde jetzt mal ganz kurz auf die Brücke drauf gehen, einfach um zu schauen, ob ich da einen Wagen sehe. Ja, so weit wäre der jetzt garantiert nicht geflogen. Oder? Ich glaube, da ist er. Okay. Nein, das den haben wir anders mal. Da will ich jetzt nicht runter. Aber gut, dann weiß ich, dass da noch einer ist. Ich hab's gewusst. So. Kann ja fast nichts mehr schief gehen. Gut, Abfahrt. Dann. Da die Kurve könnte man eigentlich ein bisschen entschärfen. Der Schlenker da nach links müsste gar nicht mal so sehr sein. Wäre auch noch eine Fleißaufgabe. Genauso wie die Kurve dann oben auf dem Plateau. Da habe ich mal überlegt, ob ich die Weiche zur dritten Bergstrecke nicht sogar ein bisschen weiter nach hinten mache. Im Moment tut es erstmal. Aber wenn wir sie auch noch weiter nach hinten tun mit einer Geraden, dann könnte ich auch noch ein Dreieck machen. Ähnlich wie beim Sägewerk unten. Auf alle Fälle werden wir bei der zweiten Mine auch wieder eine Schleife bauen. Alles da. Ja. Eben, dass dann die Linie so weiter rausgeht, so nach links. Und dann die Weiche. Und dann fahren wir vielleicht hier gerade dann weiter, anstatt wie hier. Und dann könnte man da so die andere gerade machen, dann hätten wir hier ein Dreieck. So mein Gedanke. Aber erstmal den Anschluss. Auf die renovierte Strecke. Oder teilrenoviert. Fehlt noch das mit den Kurven. Aber zumindest optisch ist ja zum Beispiel. Ich glaube, wir werden dann oben in die Schleife reinfahren. Schauen, dass wir dann hier das Hauptgleis frei machen. Schnappen uns dann die kleine Porter. Ziehen hier zwei Wagen hinten weg, vorne ins Depot rein, tun uns dann wieder ankoppeln. Und dann können wir, wenn wir dann fertig sind, mit dem wieder runterfahren. Also später nach dem Bau. Anstatt, dass wir das mit der ganzen Komposition da irgendwie rückwärts reinfahren und eventuell dann den Gleisen. So ungefähr habe ich mir das jetzt gedacht, wie wir das dann oben machen werden.
glaube, das ist jetzt auch der erste Güterzug, der auf der renovierten Strecke rauffährt. Aber es sollte ja keine Probleme geben. Zumindest mit der Draisine sind wir ganz gut durchgekommen. Ja, auf Holz klopfen, ne? Mir fällt jetzt gerade nicht der Name von dem anderen neuen Early Access Train Spiel ein. Vielleicht kann ich meiner helfen. Es gibt es jetzt gerade auf Steam, da bist du quasi momentan auf einer Deutschlandkarte unterwegs und ein bisschen mehr so reine Wirtschaftssimulation, wo du dann die Sachen von A nach B bringst. Wirkt ein bisschen arcadig. Wie heißt denn das? Ich hab's auf der Liste, mir fällt gerade der Name nicht ein. Jedenfalls, das habe ich mal angezockt. Hat mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Und dann, ich glaube, das heißt The Rail Sim. Da gibt es ja die Demo jetzt draußen. Das sieht vielversprechend aus. Das könnte ein Konkurrent für TS 2022 werden. Würde auch gar nicht mehr schaden, wenn Dovetail Games da mal ein bisschen Stress kriegt. De facto ein Monopol, was sie da jetzt haben. Ich finde es eigentlich noch erstaunlich, wie lang das Holz eigentlich hält. Also gerade bei den Loks, die auf Stress sind, hätte ich mir eigentlich gedacht, dass das in echt recht schnell wegbrennt. Gerade bei der immensen Hitze da vorne drin. Es war interessant in Amerika, gerade dass sie ein bisschen in Wüstengebieten sind, dass sie da mit Holz rumfahren sind, anstatt mit Kohle. Gut, vermutlich war damals ja die Kohle am einfachsten zu besorgen. Ah, nicht die Kohle, ja, das Holz, Entschuldigung. Okay, das ist hier falsch. Aber so wird man jetzt gerade da auf das Abstellgleis fahren. Wir wollen aber in die Schleife rein. Ziehen so weit rein, bis wir da frei sind und dann ziehen wir die hinteren zwei Wagen weg. Railway Empire. Oh, das ist auch ein gutes Spiel. Hab's aber noch nie gespielt. Ich hab nur beim Let's Play mal zuguckt, wie die Leute das spielen. Oh, kennst du noch von Showwood, der Transportgigant? Ich glaube, es gab zwei Teile von dem. Das habe ich auch noch gern gespielt. Ja, okay. Das reicht. Gut. Bremse brauchen wir nicht, weil die Lok bremst automatisch. Dann können wir hier schon mal koppeln. Dann können wir da mal Holz reinschmeißen. Reicht es schon? Ja, perfekt. Und entkuppeln. Ja, Holz jetzt eh nicht weg, oder?
um. So, jetzt habe ich einen Pin drin. Ich plädiere mal darauf, dass die nicht wegrollen. Und dann. Ha! Die Weiche hier sollte man vielleicht doch mal umlegen. Sonst gibt es hier ein kleines Desaster. Wobei der Kleine ist jetzt nicht so schlimm. Die ist schnell wieder aufgestellt. Ah ja, 40 nur noch. Okay. Da werde ich noch einige Male mit dem Holz rauffahren müssen. Aber das sind so Fahrten, die mache ich dann gerne außerhalb vom Stream. Da kann ich entspannt ein bisschen hin und her fahren. Aber ist nicht so wirklich was für den Stream. Weil da einfach, abgesehen von ein, zwei Entgleisungen, so hin und wieder mal, passiert da nicht viel. Warum? So, jetzt. Der muss raus und zurück. Ah, perfekt. Oder auch nicht. Wieso nicht? Kriege ich das jetzt? Da unten war der Ring noch drin. So, probieren wir es nochmal. Super realistisch, wie das da ist, ne? Aber noch das kleinste Übel in dem Spiel. Ach, die ist schon echt flott, die Kleine. Oder? Ja, war jetzt. Jetzt kann ich gerade mal schauen. Die Weiche ist auch falsch. Wir müssen auf die rechte Seite. Schmelze? Also das da hinten. Also den ersten Teil haben wir zur Schmelze gebracht. Aber das Scheitholz will ich hier hinbringen. Ins Depot. Also die letzten zwei Wagen zumindest, damit das Depot hier voll ist. Ja, genau. Ich meine, es hat doch was drin, aber wenn jemand, also wenn ich schon mit denen da durch die Gegend fahre, dachte ich, nehme ich gerade noch was oben für die Linie mit. Weil wir hier sowieso rauf wollten, weil wir dann über den Berg hier gehen. Und die dritte Bergstrecke bauen. Bitte. Jetzt sollte passen. Wunderbar. Okay. Ich glaube, ich könnte mal nochmal mit zwei rauf, aber das reicht erstmal für die Fahrten, was ich hier mache. Die Kleine könnte man auch wieder. Na gut, wenn sie jetzt gerade schon mal da steht, können wir gerade die Kleine mal ein bisschen auffüllen hier. Ich glaube, bei der muss man neue Dings besser zielen. Hat er nicht genommen.
Komm, lass mich da drauf. So, das reicht erstmal. Die macht da eh nur dann Skifahrten hier oben. Dann stellen wir alles wieder dahin, wo es gewesen ist. Und dann weggebaut. Kupplung müsste eigentlich noch passen. Jetzt komm. Was ist denn das? Es ist alles richtig. Es ist nicht richtig. Dann machen wir das mal kurz so. Und dann da hinten kontrollieren. Ja, nö. Nicht gut. So. Einmal rückwärts, bitte. Also, könnte ich das entscheiden, würde ich der Kleinen wesentlich weniger Kraft geben. Ist doch nie im Leben realistisch. Und vor allem, wie er schon ein paar Mal angemerkt hat, die Rika und die da haben ja die gleichen Leistungsdaten. So. Und jetzt bin ich faul. Na egal. Die bleibt erstmal hier stehen zum Rangieren. Da müssen wir erstmal nichts machen. Kann man alles so lassen. Gerade nochmal kurz räuspern. Entschuldigung. So. Dann weiter mit der Bergstrecke. Müssen wir eigentlich nur hier auf die andere Seite. Ich finde es auch spannend, dass da Leute über den Bereich hier drüber die Strecke nach da unten gemacht haben. Da ist doch recht hoch, wo man da drüber muss. Dann sollte eigentlich weitestgehend passen. Gleich eine gute Aussicht haben. Naja, weitestgehend. Unsere Strecke ist ganz schön weit runter, müsste irgendwo da hinten sein. Nein! Komm, lass mich darauf, lass mich da. Ich glaube, ich tue mal hier kurz cheaten. Naja, das mit dem Cheaten ist jetzt so semi-geil. Ach nö. Na, bitte lass mich nicht stecken bleiben. Bitte nicht. Oh, komm mal. Na, bitte. Komm. Komm, bitte. Oh, ich will hier raus. Na, bitte. Das kann es jetzt nicht sein. Ah. Ich will nicht respawnen. Ja, ob der Trick wieder funktioniert. Aha! Geil! komm ich schon wieder raus, ja.
Nur was jetzt gerade passiert ist, tue ich gerade mal speichern. Man weiß nie, was jetzt da noch passiert. Hey, wo ist denn unsere Strecke? Wo versteckst du dich? Ah, da ist die Brücke. Dann müssen wir irgendwo da lang. Ja. Da steht die Eureka. Gott sei Dank hat es keinen Fallschaden. Mensch, lange nicht mehr gesehen. Unsere Lok Nummer 2. Namens Bravura. Schön, schön, schön. Okay. Sollen wir da schon mal eine Gleise verlegen bis da hinten? Ich glaube, ich habe das relativ schön gebaut. Jetzt bin ich aber da schon in der Kurve drin. Mach es gleich anständig. Ja, innerhalb der Kurve anfangen ist doof. Also wenn wir mit hier mal ein bisschen zurückfahren. Damit ich hier den Kurvenanfang krieg. So, das passt. Nur bloß nicht den Damm wegreißen. Südle. Möge das Bauen beginnen. Mal kurz was trinken. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, in was für einen Winkel ich das da gemacht habe. Gehen wir mit 6, 11 und 15 rein. Oh, 6. Eins. Ne, gehen wir mit 8. 10. 12. 14. 16. 18. Sieht es doof aus? Ne, so geht's. Wo ist der Anfang da? Wieder 2 Grad zurück. 2 Grad zurück. Wenn ich das jetzt hier nur so in den 2 Grad Schritten mache, dann sieht die Kurve nicht so schlecht aus. Ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und dann werden wir hier wieder gerade. Oder ist das eine gute Idee? So, vielleicht. Okay.
Was könnte denn das sein? Ist das eine 6 hier? Gehen wir da auch wieder mit 8. 10. 12. 14. Komm. 16. 16 bleiben wir mal. 14. Na. Da gehe ich jetzt mal raus aus der Regel. Das wird jetzt vermutlich nicht so geil ausschauen. Ja, wobei, es geht. Ja, vermutlich war das ein 11er Radius hier. Was geht sich nicht ganz aus? Oh, 16er Radius. Okay, dann schaue ich mal an, was ich da gebastelt habe. Ah, da hat es einen unschönen Knick hier. Da auch. Aber overall muss ich sagen, ist das jetzt gar nicht mal so schlecht. Geht auf alle Fälle schöner, aber... Der Knick ist ein bisschen heftig. Ich werde es im Moment erstmal so lassen. Hauptsache, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Meter. Ah, das ist der Punkt, wo ich mal neu angesetzt habe. Ich glaube, die war recht eng hier. Also auf einer Seite könnte die Map noch was größer sein und die Industrie weit auseinander sein. Welche Seite meinst du denn? Als er da aber die Raffinerie und so weiter ist. Okay, das muss ich hier nochmal neu verlegen. Also den Damm. Ich glaube, das wurde jetzt nicht so schön. Na, leg's jetzt hin. Oh, komm jetzt, Spiel. Spiel, bitte, danke. Bitte. Gut, dann kann ich mir aber erstmal die Kurve hier anschauen. Ja, die Kurve geht. Weitestgehend muss ich einfach den Damm hier verlegen. Das ist immer doof, wenn man dann neu ansetzen muss. Also vor allem in der Kurve.
Das wird eine schöne Stelle hier werden. Ja, ist der Knick jetzt so heftig? Ja, sehr gut. Ja, sorry, bin ich da nicht so viel Quatsch? Oder bin ich dann ein bisschen konzentriert bei dem Ganzen? Dass ich da eine saubere Strecke hinkriege. Ich finde es generell gar nicht mal so einfach, beim Spielen so viel zu quatschen. Sagte er und das Radiomoderator, ne? Das war jetzt dumm, die gerade da. Bringt mich jetzt aus dem Flow raus. Okay, dann müssen wir eigentlich nur noch da die Kurve hinkriegen und da hinten ist, glaube ich, dann die Mine. Bevor wir jetzt hier weiterbauen, bringen wir mal die Lok hierher. Dann müssen wir später weniger weit laufen. Ach so. Währenddessen könnten wir schon mal abholzen. Wäre natürlich gut, wenn wir hier in ein Stück ankommen. Alles weg hier. Wenn das mal hier nicht zu tief ist. Wir werden dann eh gleich sehen, was die Eureka zu unserer Strecke sagt. Und hier, ich glaube, hinten da so hat mal einer eine Strecke drauf gebaut und geht dann hier über den Berg, damit er da Richtung Raffinerie und so weiter kommt. Ich weiß nicht, ob ich sowas Krasses bauen werde. Also zumindest nicht, wenn es unrealistisch ist. Okay, den noch hier weg. Wie schaut's eigentlich geldtechnisch aus? Was? 6800, so viel. Könnte man uns eigentlich wieder eine Lok kaufen. Wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich mit so vielen Loks jetzt anstellen soll. Ich glaube, das werde ich eher in Wagen dann hier investieren. Weil einerseits der Schüttwagen kostet ja schon 850 das Stück. Ich glaube, das macht eher Sinn, wenn ich da in den Güterwagen investiere, als wir jetzt in noch eine neue Lok. Also ich will mir dann schon mal alle kaufen, so ist es ja nicht. Aber momentan habe ich einfach den Nutzen nicht. Muss halt anders sortiert werden, weil größtenteils sind die Fahrwege zu kurz. Den nächsten Weg und den besten Weg bis zu der Kohlemine. Mhm. Okay, das sieht ja schon mal ziemlich frei aus hier. Hier kommt es hier noch weg. Und der Kollege da. Gut, dies ist garantiert kalt. Für was sind eigentlich die Dinge da? Ich vermute mal für den Sand, oder? Wobei,
Hat die überhaupt eine Besandungsanlage da? Ja, da. Oder? Ja, doch, das dürfte Sand sein hier. Okidoki. 14. Okay. Bis was, die muss jetzt eh nochmal kurz heiß werden. Es gibt nochmal ganz kurze Musik. Währenddessen gehe ich ganz kurz ins Bad. Und dann soll sie heiß sein, dann fahren wir nach vor. Und dann sind wir hoffentlich bei der Biene. Also, bis gleich.